Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil unserer Habsburg-Reihe, wo ich versuche, so die wichtigsten Ereignisse chronologisch in der Habsburger Geschichte zusammenzufassen. Wir erinnern uns, beim letzten Video, da ging es ja darum, im Mittelalter, es gab zwei Linien der Habsburger, eine leopoldinische und eine albertinische Linie, benannt nämlich nach dem Albert von Habsburg. Und diese albertinische Linie endete mit König Albrecht II. Und ich habe gesagt, dass ich heute ein Video machen möchte, das seine Frau betrifft, seinen Sohn und den Raub der ungarischen Krone. Und darum wird es heute gehen, denn mit dieser Geschichte endet dann auch die albertinische Linie der Habsburger. Beim nächsten Mal sehen wir uns dann die leopoldinische Linie an, mit der das Geschlecht der Habsburger dann auch fortgeführt wurde. Am 28. Februar 1409 wurde Elisabeth geboren, die Tochter von Kaiser Sigismund aus dem Geschlecht der Luxemburger und seiner zweiten Ehefrau Barbara von Zilli. Die Elisabeth war eine sehr begehrte Heiratskandidatin, da sie als einziges überlebendes Kind des Kaisers ja dann die Erbin auch seiner Lande war. Und das waren eben die böhmischen und ungarischen Erbländer. Als sie 2 Jahre jung war, wurde sie dem 12 Jahre älteren Albrecht, dem Habsburger, versprochen, von dem ich schon am Anfang des Videos gesprochen habe. Sie heirateten dann auch und 1437, nachdem Kaiser Sigismund verstorben war, folgte ihm Albrecht auf den Thron des Heiligen Römischen Reiches. Die beiden hatten gemeinsam 4 Kinder, wobei eines der Kinder erst nach dem Tod des Vaters geboren wurde. König Albert II. Starb nämlich bereits im Jahr 1439 und ließ seine hochschwangere Frau Elisabeth zurück. Diese zog nun nach Ungarn und übernahm dort die Regentschaft, weil sie hoffte, dass sie mit einem Sohn schwanger war und sie wollte eben für ihn die ungarische Regentschaft und auch über Böhmen sichern. Jetzt war es aber damals so, dass Ungarn von den Osmanen bedroht war und die ungarischen Stände, die wollten dann natürlich einen starken Regenten haben und dachten, das könnte eine Frau alleine ja niemals schaffen und deswegen drängten sie Elisabeth zur Hochzeit mit dem polnischen König Wladyslaus III., der damals erst 15 Jahre alt war. Elisabeth sträubte sich dagegen und floh aus der Stadt. Um aber sicher zu gehen, dass ihr hoffentlich Sohn, nachdem er dann geboren würde, dann zum König von Ungarn gekrönt werden konnte, ließ sie die ungarische Krone stehlen und mit sich nehmen. Also sie ist schon mal geflohen, damit sie nicht hochschwanger festgehalten werden konnte in Ungarn und sie bat ihre Vertraute, die Kinderfrau ihrer 3 anderen Kinder, Helene Kotanerin, die Krone zu stehlen, die ungarische Stephanskrone. Und es kam dann zu einer Nacht- und Nebelaktion sondergleichen, in der Helene mit ein paar Handlangern tatsächlich in diese Schatzkammer eindrang, um die Krone zu stehlen. Es war gar nicht so einfach, wie das jetzt vielleicht klingen mag. Alles trug sich in der Nacht vom 21. Februar 1440 zu. Damit sie in der Nacht genügend Licht hatte für ihre Diebesaktion, hatte Helene nämlich den Kammerfrauen erzählt, sie wollte in der Nacht ganz, ganz lange beten und die haben ihr daraufhin sehr, sehr viele Kerzen gegeben. Um die Barrieren zu der Schatzkammer zu überwinden, hatten sie Feilen und Hammer mitgebracht und anscheinend machten die Handlanger dabei so viel Lärm, dass Helene Angst hatte, die Wächter würden alles hören, doch, wie wir in ihrem Buch lesen können, hatte Gott der Allmächtige ihre Ohren verschlossen. Nun waren sie also schon mal durch die Türen zur Schatzkammer gekommen, doch ein weiteres Problem stellte jetzt das Futteral der Krone dar. Also die Krone war ja in so einem Futteral drinnen und dieses Schloss konnte nicht geöffnet werden und deswegen ließ es Helene abbrennen. Und nachdem dieses Schloss abgebrannt war, konnten sie die Krone entnehmen und machten sich auf ihren Weg nach draußen. Und damit der Raub der Krone aber nicht sofort auffiel am nächsten Morgen, hatten sie extra Kopien der Schlösser mitgenommen, die sie vorher angefertigt haben und diese Kopien der Schlösser haben sie dann sorgfältig wieder an die Türen angebracht. Dieser nächtliche Raub soll übrigens auch der Grund gewesen sein,
dass das Kreuz oben auf der ungarischen Krone von nun an schief war. Aber Achtung, es gibt mehrere Erklärungen für diesen Umstand und wir haben auch immer mal wieder Porträts, vor allem von Habsburgern, die diese Krone zeigen und da ist das Kreuz aber gerade. Und jetzt weiß man halt nicht, ist das später passiert, ist das vorher passiert, hat man diese Kronen dann einfach nur aus ästhetischen Gründen mit einem geraden Kreuz später dann gemalt. Man weiß es einfach nicht, aber das ist eine Erklärungsmöglichkeit dafür. Und woher wissen wir nun eigentlich von dieser abenteuerlichen Geschichte und das noch so detailreich? Tja, 1834 wurde zufällig in den Beständen der Wiener Hofbibliothek ein autobiografisches Werk von eben jener Helene Kotanerin entdeckt. Also sie hatte selber diese Ereignisse alle aufgeschrieben und zwar unter dem Titel Denkwürdigkeiten der Helene Kotanerin und gewidmet hat sie es Ladislaus Postumus. Und wer war jetzt Ladislaus Postumus? Das war jetzt eben der Sohn, der tatsächlich zur Welt kam, dann nach dieser abenteuerlichen Geschichte. Also Elisabeth hatte tatsächlich ihr Ziel erreicht. Sie hat einen Sohn geboren, den Thronfolger, und der wurde dann sofort in Stuhl Weißenburg, also noch als Baby mit der ungarischen Stephanskrone, zum König von Ungarn und Böhmen gekrönt. In Gewändern, die Elisabeth selbst noch genäht hatte. Aber was ist dann passiert? Wir haben bereits von König Wladislaus III. Gehört, von Polen, den Elisabeth ja eigentlich heiraten sollte, laut den ungarischen Ständen. Und der ließ sich ebenfalls zum König von Böhmen und Ungarn krönen, jetzt aber, weil die Krone ja nicht mehr zur Verfügung stand, mit der Krone, die auf dem Reliquienbehälter des heiligen Stephan drauf war. Und nun gab es ja eigentlich zwei Könige und es kam zu einem Bürgerkrieg. Um Geld für diesen Bürgerkrieg zu requirieren, verpfändete Elisabeth die Stephanskrone bei ihrem Verwandten Friedrich von Habsburg und um den wird es definitiv in einem der nächsten Videos gehen, denn der wird dann zum allerersten Habsburger Kaiser. Mit dem Geld, das Elisabeth dafür bekam, stellte sie Soldaten für den Krieg gegen Wladislaus III. Es kam dann im November 1442 zu einem Treffen zwischen Elisabeth und Wladislaus und drei Tage später starb Elisabeth plötzlich. Weil das so kurz danach war, hatte man damals die Vermutung, dass sie vielleicht vergiftet wurde bei diesem Treffen, aber das kann niemand belegen. Über den Thronerben Wladislaus Postumus kam es nun aber zu einem großen Streit im Habsburgerreich und zwar eben zwischen seinem Vormund Friedrich, von dem wir schon gehört haben, und den böhmischen Ständen. Denn natürlich, wer den Thronerben hat, der hat eine große Macht. Und es war nun so, dass eigentlich Wladislaus bei Friedrich von Habsburg in Wiener Neustadt aufwuchs. Friedrich hatte dafür den böhmischen Adligen Georg Podiebrad zum Reichsverweser in Böhmen gemacht und dafür hätte der zugestimmt, dass der Thronerbe eben in Wiener Neustadt bleiben könne. Aber da hat er seine Rechnung nicht mit den anderen böhmischen Adligen gemacht, die eben der Meinung waren, es wäre besser, den auch in Prag zu haben. Und sie drangen ein in Wiener Neustadt in der Burg und entführten Ladislaus Postumus. Kurz vor seinem 18. Geburtstag starb der frisch gekrönte König von Böhmen am 23. November 1457 in Prag. Lange Zeit ging man davon aus, dass er ermordet worden war, aber im 20. Jahrhundert konnte man dann Untersuchungen an seinem Skelett anstellen und man stellte fest, er litt an Leukämie und ist auch daran gestorben. Aber mit dem Tod von Ladislaus Postumus stirbt auch die albertinische Linie der Habsburger aus. Und wie gesagt, im nächsten Video werden wir uns dann der Fortsetzung widmen, also der leopoldinischen Linie der Habsburger, mit der auch alles weitergehen wird. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich schon auf euch beim nächsten Video.